Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute habe ich einen DM-Fitness-Haul für euch. Ich habe, schaut mal, eine sehr große Tüte eingekauft. Und was da drin ist, das zeige ich euch jetzt. Eine Sache, die bei mir niemals fehlen darf, sind natürlich Schmelzflocken. Ich glaube, wenn ihr mir folgt, dann wisst ihr, dass es bei mir vor allem in der aktuellen Diät jeden Morgen Schmelzbrei gibt. Das sind eigentlich nur Haferflocken und die haben auch die gleichen Nährwerte wie Haferflocken, aber die Konsistenz wird dadurch irgendwie anders, ein bisschen feiner und deswegen verwende ich das sehr, sehr gerne, vor allem in Verbindung mit dem Ivo Vegan, weil das halt so richtig schön dick dann wird, also so ein sehr voluminöser Brei. Man kann es aber auch richtig gut zum Backen verwenden, statt normalen Mehl. Falls ihr das Ganze noch feiner mögt, dann kann ich euch empfehlen, statt den Schmelzflocken mal auf Getreidebrei umzusteigen. Auch hier ist die Hauptzutat zu, ich glaube sogar 100%, ja 100% Hafer-Vollkornmehl, also auch einfach nur geschrotete Haferflocken, also einfach Hafermehl, lässt sich wunderbar zum Backen verwenden, aber auch für feinen Brei. Also diese zwei kann ich euch schon mal wirklich absolut empfehlen. Wenn ich bei DM bin, dann kaufe ich mir richtig gerne dieses Wasser. Das ist nämlich Wasser mit so einem besonderen Geschmack, beziehungsweise das gibt es in verschiedenen Geschmäckern, aber ich nehme das immer mit Apfelextrakt. Das schmeckt halt ein bisschen so wie Volvic, hat keine Kalorien und ich finde das wirklich mega lecker, vor allem zwischendurch. Statt mal so einer Cola Zero kann man sich das in der Diät auf jeden Fall auch richtig gut gönnen. Kommen wir zu zwei weiteren Klassikern, die, glaube ich, niemals fehlen dürfen. Auch da hatte ich eine Phase, wo ich die einfach so krass gesuchtet habe. Und zwar sind das einmal die Linsenwaffeln und einmal Kichererbsenwaffeln. Ich kann gar nicht genau entscheiden, welche ich lieber mag. Ich mag beide sehr gerne. Bei Rossmann gibt es sogar auch noch Erbsenwaffeln, die finde ich auch mega lecker. Also ich mag diese Reiswaffel-Alternativen sehr gerne. Die haben etwas mehr Protein, sind jetzt nicht krass High Protein, aber wie gesagt, schmecken finde ich sogar besser als Reis- oder Maiswaffeln. Und vor allem mit körnigem Frischkäse und so einer Zero-Marmelade oder einfach zerquetschten Himbeeren finde ich die so lecker oder einfach mit ein bisschen Hähnchenaufschnitt. So ein richtig geiler, perfekter Snack für zwischendurch. Für alle Vegetarier unter euch oder für alle, denen Fleisch ein bisschen zu teuer ist oder die einfach so aus ethischen Gründen ein bisschen vom Fleisch weg möchten, den kann ich absolut Sojaschnetzel empfehlen. Voll underrated. Die kann man genauso zubereiten wie Hackfleisch, beziehungsweise legt die halt erst in Wasser ein, in heißes. Dann werden die so weich und dann hat man auch, obwohl das jetzt eine kleine Portion ist, echt eine große Portion davon sogar. Und kann die dann benutzen wie Hackfleisch. Und wie gesagt, ich finde, es schmeckt richtig lecker, vor allem wenn man es gut würzt in so einer Bolognese oder so. Und hat einfach auf 100 Gramm 49 Gramm Eiweiß, also eine richtig krasse Proteinbombe. Wo wir gerade beim Kochen sind, ich weiß nicht, ob ihr diesen Trick schon kennt. Und zwar statt Kochsahne zu benutzen, da gibt es ja auch so Light-Varianten mit 7% von Creme Fin und Co. Aber es gibt auch dieses kleine Schätzchen hier. Das ist nämlich so eine Hafercreme. Cuisine. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall ist das so ein Sahneersatz in vegan und der kann richtig was. Der schmeckt tatsächlich genau wie Sahne. Ich habe damit schon öfter so Soßen gemacht und hat auf 100 Milliliter tatsächlich nur 88 Kalorien. Also definitiv eine sehr, sehr coole kalorienarme Variante zur normalen Kochsahne. Was ich auch immer mitnehme, wenn ich bei DM bin, ist dieses Apfelmus, beziehungsweise es ist eigentlich so ein Babygläschen. Und es ist einfach nur Apfelmus ohne Zucker mit 100% Apfel. Also ich weiß nicht, ob es das bei euch im Supermarkt gibt. Bei uns gibt es im Supermarkt auch 100% Apfelmus ohne Zucker, also Apfelmark. Allerdings ist das immer viel teurer. Also dadurch, dass die einfach den Zucker da raussparen, nehmen die sich das irgendwie raus, dass die dann direkt einen Euro mehr für berechnen. Und bei diesen Babygläschen, müsst ihr mal drauf schauen, steht auch drauf Apfel pur. Und da sind auch wirklich, ist nur 100% Apfel drin, hat auf 100 Milliliter gerade mal 57 Kalorien. Und ich nutze das unfassbar gerne zum Backen. Dadurch werden so Kuchen richtig schön saftig. Aber man kann es auch richtig toll als Topping benutzen, vor allem wenn es jetzt ein bisschen herbstlicher wird, schmeckt das richtig geil auf Porridge oder auch auf Quark. Und Leute, wo wir gerade bei herbstlichen Sachen sind, ich habe einfach schon was richtig Nices entdeckt. Und zwar ist es hier so ein Pumpkin Spice Kürbisgewürzmischung. Und ich weiß, wir haben es jetzt noch August, aber es ist schon fast September. Und ich sag's euch, es schmeckt einfach so geil. Ich liebe das einfach so ein bisschen über Kaffee drüber oder in Tee oder auch im Porridge. Das schmeckt so lecker. Und ihr wisst ja vielleicht auch, dass ich schon so Weihnachtsgewürze auch immer horte, weil ich liebe so Plätzchengewürz oder so ein Porridge auch. Und als ich dieses Kürbisgewürz gesehen habe, dieses Pumpkin Spice, da wusste ich, das muss auf jeden Fall auch mit. Der nächste richtige Kracher, den ich euch voll empfehlen kann, sind diese Proteinchips. Ihr wisst vielleicht, dass ich normalerweise nicht so der Fan davon bin,
so irgendwelche Süßigkeiten in High Protein zu essen. Einfach aus dem Hintergrund, weil meistens haben die keine so gute Proteinquelle und ich bin eher der Fan davon, richtige, nahrhafte Meals sich zuzubereiten und dann einfach nebenher was zu naschen, weil das auch nicht schlimm ist. Aber die Dinger hier, die können wirklich was. Die sind nämlich nicht so teuer, muss man echt sagen, sonst machen die ja direkt immer, dass sowas dann 5 Euro kostet. Aber geht voll klar. Und die ganze Tüte hat 155 Kalorien, was also für eine Tüte Chips, die tatsächlich auch lecker schmecken, also schmecken wirklich gut, finde ich, geht es voll klar und haben 10 Gramm Eiweiß. Auch hier, ich sehe das Ganze jetzt weniger als eine Eiweißquelle, da könnt ihr euch besser was anderes reinschaufeln. Aber als kalorienarme Alternative zu herkömmlichen Chips, mega cool, vor allem weil die auch klein abgepackt sind. Da läuft man nicht so Gefahr, die ganze Tüte direkt zu essen, deswegen kann ich euch die auch tatsächlich vom Geschmack sehr, sehr empfehlen. Und Leute, haltet euch fest, wir sind ja gerade beim Thema Knabbern und ich glaube, wir alle kennen diese Reiswaffeln für Babys, die es in 1000 Geschmäckern gibt, die nehmen wir ja eh immer alle mit, sind richtig nice als kleiner Snack. Aber haltet euch fest, es gibt jetzt auch einfach Knusper-Flips mit Apfel, die fand ich sehr, sehr ansprechend. Also sind eigentlich genauso wie diese Apfelreiswaffeln, nur halt als Flips-Variante. Und so eine Tüte geht halt auch von den Kalorien voll klar. 100 Gramm haben hier knapp 400 Kalorien und in so einer Tüte sind halt nur 30 Gramm. Also kann man als Snack wunderbar machen. Was es auch gab, was mich voll angesprochen hat, sind Knusper-Herzen-Apfel-Mango. Eigentlich genau das gleiche Prinzip, halt nur, dass die halt tatsächlich anders geformt sind in Herzchenform. Aber ich fand es trotzdem sehr ansprechend. Und wie gesagt, auch eine Alternative zu den Reiswaffeln, die, glaube ich, alle extrem feiern. Zu guter Letzt, wahrscheinlich kennt ihr das schon von Instagram, weil ich das auch schon öfter gezeigt habe, das ist dieses Schoko-Popcorn. Das schmeckt natürlich jetzt nicht eins zu eins wie so ein richtig krasser so Cheap-Popcorn aus dem Kino, aber das hat wirklich wenig Kalorien. Klar, hier sind auch nur 20 Gramm drin. Auf 100 Gramm hat das Ganze 400 Kalorien circa, aber wirklich, wenn man das jetzt mal runterrechnet, das ist so low-calorie. Und wenn man einfach nur so ein kleines Süßhungerchen hat, ich sag mal, um diesen süßen Zahn zu stillen, da kann man sich das auf jeden Fall mal gönnen. Apropos mal gönnen, diese Dinger kann man sich wirklich nur mal gönnen. Das sind nämlich meine Favoriten mit aus der Drogerie. Das sind nämlich so Fruchtchips. Da ist wirklich 100% einfach nur Frucht drin. Die sind dann gefriergetrocknet. Und ich muss sagen, ich finde die mega lecker und es ist halt brutal von den Werten. Jetzt müsst ihr euch hinsetzen, falls ihr noch nicht sitzt. Denn so eine Tüte hier hat gerade mal 36 Kalorien, also eigentlich nichts, wenn man das mal so sieht. Und was ich cool finde, ist, dass es echt zu 100% aus Frucht besteht, also dass kein sonstiges Zeugs noch mit drin, sondern einfach gefriergetrocknete Früchte. Ich habe hier einmal die in Erdbeer und einmal die mit Erdbeer und Apfel. Die gibt es auch noch mit nur Beeren, also dass das verschiedene Beerenmixe sind. Das einzige Manko, ich finde die halt extrem teuer dafür, dass in so einer Tüte einfach mal, ich glaube, 12 Gramm und 15 Gramm drin sind. Also es ist echt super wenig, aber die schmecken wirklich unfassbar lecker. Das letzte sind die Honigreiswaffeln. Leute, ich sag's euch, als ich die gekauft habe, war ich direkt so im Wettkampfmodus, weil die sich perfekt eignen zum Laden, weil die einfach nur 100% aus Kohlenhydraten bestehen und die sind richtig lecker. Ich finde es auch cool, dass die einzeln verpackt sind, weil sonst, wenn die halt auf sind, kleben die schnell aneinander. Falls ihr die noch nicht kennt, ist es wirklich mega lecker und sorgen auch schnell für schnelle Energie, weil die schnell verdaulich sind. 100 Gramm haben nicht mal 400 Kalorien und in einer Tüte sind immer 32 Gramm. Geht also wirklich voll klar und die schmecken wirklich richtig lecker. Das war's auch schon, mein kleiner DM-Fitness-Einkauf. Ich muss ja echt zugeben, ich könnte wahrscheinlich 5 Teile davon drehen, weil das ist nur mein heutiger Einkauf gewesen. Ich kann da echt immer super viel Zeit verbringen und ja, auch wenn ich nur eine Sache brauche, man kennt es, man kauft irgendwie trotzdem 50.000 Sachen. Aber die haben auch einfach immer geile Sachen, muss ich sagen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst es mich wissen, lasst einen Daumen da und schreibt mir mal gerne in die Kommentare, welche Drogerie oder welchen Supermarkt ich als nächstes auschecken soll. Dann mache ich das natürlich sehr, sehr gerne. Ansonsten bleibt mir zu sagen, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.